Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter. Heute leider ein bisschen spät dran, ich habe gerade noch auf Steam ein bisschen rumgeschnüffelt, um ein paar Spiele für morgen rauszusuchen, die ich im Stream spielen werde. Ich finde es immer richtig schwer, beide Wörter in einem Satz zu verwenden, Stream und Steam, weil sich das verdammt gleich anhört. Aber gut, egal. Jedenfalls habe ich für morgen ein paar Spiele rausgesucht. Als ich dann fertig war mit dem Untersuchen, habe ich festgestellt, es ist ja schon 20 nach 7. Das bedeutet, in 40 Minuten kriege ich keine Folge hin. Deswegen ist es wahrscheinlich 21 Uhr. Aber naja. Wir kriegen erstmal den Tagesloggen. Das ist wunderschön. So, draußen warten ein paar... warten ein paar Herrschaften. So ein paar. Kleiner Moment. Ich mache mal jetzt für diesen Fall der Fälle, da wir hier alles einsammeln, kurz den Ingame-Sound aus, damit ihr nicht komplett durchdreht, wenn ich die ganzen Punkte hier einsammle. Weil das schon verdammt laut ist. Ich weiß gar nicht, was diese Gitarrengeräusche zum Schluss müssen. Was machen die da? So. Ton wieder an, alles ist gut. Ah, mir fallen die Ohren ab. So, wir kriegen Zuwachs, hoffentlich keine Frau. Oh, Warteschlange zu lang. Ja gut, wenn die Warteschlange natürlich zu laut ist, zu lang ist, jetzt denke ich nur laut, dann geht das natürlich nicht. Aber gut, was sind unsere Aufgaben derzeit? Ich habe es schon ganz vergessen. Sammle 16 Waffen und sammle 12 Outfits. Ich würde sagen, easy GG, oder? Sammeln wir mal den ersten ein. Wobei, wir beleben erstmal wieder. Ich glaube, wiederbeleben ist gar nicht mehr so verkehrt. 26 Leute stehen gerade, oder sind momentan gerade draußen. Hälfte ist tot, Hälfte steht vor unserer Vault. Und wir gucken uns das Ganze nochmal an. Der Handy kommt erst in 12 Stunden zurück mit 5000 Kronkorken. Also im Großen und Ganzen lohnt sich ein Mr. Handy für viele Spieler nicht. Weil die Wartezeit, bis dieser Mr. Handy diese 5000 Kronkorken hat, das ist immens. Wenn ihr nur ab und zu spielt und trotzdem ein paar Kronkorken haben wollt, dann holt euch jedenfalls auf jeden Fall ein Mr. Handy. Der ist knapp 5 Tage unterwegs, kriegt 5000 Kronkorken und dann habt ihr nach 7 Tagen wieder. Mit 5000 Kronkorken. Eine Woche für 5000 Kronkorken. Wie gesagt, für viele Spieler nicht geeignet. Ich kann ihn noch zurückschicken. Nee, mach ich nicht. Nummerherz wartet draußen. Ach ja, der Flammenwerfer, ne? Stimmt, Tevin Tyrone, ich erinnere mich. Du hattest mir gute Sachen mitgebracht. Oh, ich glaube, mehr als die Hälfte steht auf jeden Fall. Steht auf jeden Fall draußen. Jetzt können wir wieder so lange warten. Wie kann das sein, dass... Ich habe voll die Wurstfinger, Freunde. Ich habe die Wurstfinger, die größten Wurstfinger aller Zeiten. Ich kann mir nicht erklären, wie ich da außerhalb des Bildschirms geklickt haben soll. Raphael, Gordon, Lord... Na, Lion's Pride. Dann kommen wir zurück mit 7000 Kronkorken. Und ein paar Sachen bringt er mit, das ist gut. Eclipse bringt auch noch ein paar Sachen mit, aber... Wir brauchen die richtig fetten Wumm. Oder wie goldenen Sachen. Das wäre es doch. Naja, Ibrahim steht auch. Na komm, geh weiter. Die meisten stehen echt draußen vor der Tür. Rexas. Dann komm mal zurück. Axon ist jetzt auch endlich Level 50. Da seht ihr es, wir haben ihm 10 Redaway mitgegeben und 2 hat er gerade mal benutzt. Rexas haben wir ja nichts mitgegeben, der konnte einfach nur so loslaufen. Obwohl John Connor, na gut, nick den nicht. Aber John Connor hat echt alles verwendet. Gut, der war auch sehr lange unterwegs. Ab Stufe 1 sogar, glaube ich. Naja, Kabuki-Mann, habe ich noch genug Geld? Habe ich. 8 Stück. Das ist jetzt ein bisschen bitter. Wir warten die 5% ab. Ich hoffe, das wird dann reichen vom Akku her. Weil ich ehrlich gesagt keine Möglichkeit habe, den Scheiß jetzt hier aufzuladen. Naja, Spoomy, ganz wichtig, 50, endlich. 19 Stunden, bis er zu Hause ist. Das heißt, morgen zum Stream ist er noch nicht fertig, ne?
19 Stunden, ja? Nee, 20 Stunden sogar, 20 Stunden. Wir ziehen 4 Stunden ab, dann müsste er morgen so gegen 15:30 hier sein, ne? Das ist eigentlich machbar. Eigentlich ist es machbar. Ja. Passt. Nein! Lauf weiter. Lauf einfach weiter, komm. Sehr Matzelot. Ach, nicht genug rumgucken. Ne, wir wollten sowieso jemanden zurückschicken. Ich drücke auf eine Person hier auf meinem Bildschirm. Da sind 50.000. Ich drücke auf eine Person drauf und ich treffe nicht. Ich treffe einfach nicht. Gut, nehmen wir nur mal Herz. Halt, stopp. Wir sammeln einfach mal alles ein, was hat. So, komm. Bäm. 2 Aufträge erledigt. Lösche 15 Feuer, sammle 13 Waffen. Gut, dann sammeln wir noch mal. Was war das denn? Sammeln wir noch ein paar Waffen. Gott, leck das. 13.000 Kronkorken. Oh, ich glaube, wir schicken Tevin Tyrone auf jeden Fall noch mal los. Er hat auch kaum Redaway benutzt. Wieso benutzen die meisten kaum Redaway? Warte, wir brauchen Waffen, ne? Klamotten müssen wir verkaufen. Klamotten müssen wir verkaufen. So, den Rest behalten wir. Oh, gut, die Klamotten hier noch. Obwohl, wir brauchen den ganzen anderen Kram auch nicht mehr. So. Ups. Aber wie viele Sachen er gefunden hat. Er macht uns steinreich. So. Bäm, 13.000 Kronkorken und Raider. Hui. Sind die zu viert? Die sind nicht ernsthaft zu viert, oder? Mit Plasmawaffen. Was ist denn mit denen nicht in Ordnung? Okay, langsam. Langsam wird's echt krass. Halte 26 Unfälle auf und lösche 15 Ballfeuer. Das ist eine Kombi. Zu viert. Eieiei. Weißt du, da verstärken wir schon unsere Front. Und dann kommen einfach noch mehr. Aber die fallen um. Die fallen um ohne Ende. Bams. Schön. Schade, dass er so lange braucht zum Schießen. Ja, easy. Not bad, Kollege, not bad. Ehrlich, ich muss ehrlich zugeben, auf die Unfälle habe ich jetzt keinen Bock. Wir werden heute die Unfälle löschen und morgen werden wir das Feuer löschen. Bisschen komisch ausgedrückt, aber egal. So, sammle 14 Outfits, das kriege ich hin. Vielleicht sollten wir erstmal aber unser Lager entleeren, ne? Das ist noch richtig. Ich hatte gerade schon Angst, dass ich irgendwas Gutes verkaufe, wie den hier zum Beispiel. Kann es sein, dass ich gerade irgendwas Gutes verkauft habe? Aus Versehen? Ja, 10. später. Ich drücke einfach schneller. So, wo waren wir stehen geblieben? Okay. Der geht noch. Ja, komm, Sturmgewehr kann weg. So, die Outfits auch. Warum Outfits? Ich weiß nicht, welche wir alles löschen müssen. Ja, hier haben wir 5. Die können wir löschen. Die nächsten auch. Das Geld. Dann die hier noch. Sorry, Freunde, dass wir gerade was sehr, sehr Langweiliges machen, aber ich muss dieses Zeug loswerden. Ich aber gar nicht. Aber wir haben wieder richtig gute Klamotten am Start, ne? Haben wir noch jemanden die Power-Rüstung gegeben? Ach, Spomi wollte die Power-Rüstung haben, ne? Ich glaube, das war Spomi. Wie viele unterschiedliche Klamotten haben wir denn? Krass. Naja, wir müssen Outfits zusammensammeln, ne? Der Tag der Aufträge, Freunde. Der Tag der Aufträge, Alter. Outfits kennen wir zwar schon von eben gerade, aber egal.
So, 1, 2. Wie viel haben wir gemacht? 14? 14. 1, 2. 3, 4. Ups, das ist auch Kleidung, ne? 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13 und 14. Das dürfte reichen, komm. Sammeln jetzt bestimmt nicht den ganzen anderen Scheiß noch mit ein. Und noch mehr blaue Klamotten. Hier ist nicht irgendwie ein bisschen Musik? Gibt es nicht normalerweise Musik in unserer World? War das schon immer so ruhig? Kann mich gar nicht erinnern. Erhöhe eine Spezialstatistik von 28 Bewohnern. Oh, jetzt wird's interessant, Freunde. Ich glaube, das kriegen wir mit einmal hin. Ich glaube, morgen im Stream können wir eine Lunchbox öffnen. Definitiv. Naja, bist du der Neue? Ja, du bist gerade neu reingekommen. Der andere war, glaube ich, Tevin Tyrone. Und ich soll... Wo ist der? Da, King Julian. Da er fertig ist, soll ich ihn in einen anderen Raum packen. Ich hab's mir gemerkt, Dude. Mach dir mal keinen Stress. Kannst da in den E-Raum gehen, das passt schon. Ist hier sonst noch irgendjemand fertig? Nö, nö. Wir haben wir gerade erst getauscht, die Jungs, ne? Wer bist du? Roseanne Hill. Ich glaube, Roseanne. Dich brauchen wir nicht. Ich weiß, sie hat Max Stats und hast du nicht gesehen, aber das interessiert mich ehrlich gesagt einen Scheiß. Wir werden ein paar Leute los, die wir nicht brauchen. Und das empfinde ich als sehr wichtig. Tschüss. So, wieso haben wir die nicht rausgeschickt gestern? Sonst wäre sie auch tot gewesen. Dann können wir eigentlich auch gleich nochmal ein paar Ödländer losschicken, ne? Für morgen. Um morgen was zu tun. Und wir hatten nicht genug Geld, um alle wiederzubeleben, ne? So, Mr. Chuck Norris. 25 und 10. So, wir könnten theoretisch jetzt schon alles einsammeln, dann hätten wir Kohle ohne Ende. Oder wir machen das morgen im Stream. Da könnten wir nämlich den Masterplan weiter ausbauen. Das wäre doch auch recht geil, ne? Naja. Ich glaube, wir machen das so, dass wir es morgen einsammeln. Kann ich gleichzeitig mit euch schnacken und die ganze Langeweile da nehmen. Weil ganz ehrlich, hier stehen gerade 50.000 Leute vor der Tür. Die müsste ich halt alle einsammeln. Und das wäre, glaube ich, ein bisschen zu langweilig für euch hier in diesem Part. Aber wir holen auf jeden Fall uns eine Joyce. Und weil ich Joyce nicht mag, muss sie sterben. Tschüss. So, dann geh du erstmal dahin. Ach Mann, komm her. Schlimmer als Ameisen. Und dann würde ich sagen, ah, Rob Lob ist eigentlich unser Allrounder, ne? Oh, Max Stufe. Dr. Nick. Charisma kannst du eigentlich trainieren, ne? Charisma, komm schon, Charisma. Und Ray kann auch Charisma, komm, Charisma. Passt schon. Die sind fast fertig, die Jungs. Über die Hälfte haben wir geschafft. Mit Roy. Oder Ray. Und mit Dr. Nick haben wir erst drei, aber der Rest geht auch noch. Was zur Hölle habe ich gemacht? Und wer bist du? Tevin Tyrone. Dir fehlt noch ein E-Punkt. Dann ist morgens Bomi auch wieder da. Dann ist unsere Truppe komplett. Hasse Todeskrallen. Ich habe doch gerade eben erst gekämpft, ne? Ja, komm. Halt doch die Fresse, Alter. Egal, wir können gucken, wie weit die Todeskrallen kommen. Wir müssten theoretisch 6 Minuten noch hinkriegen. Komm, ich riskiere es jetzt einfach. Wenn ich jetzt losgehe und erstmal mein Ladekabel suche und dann versuche irgendwie noch eine Verlängerungskabel zu suchen, bis dahin sind 6 Minuten um. Ich sehe gar keinen Lebensbalken.
Lebensbalken. Oh, Sea Lord. Ja, super, jetzt kommen sie nochmal zurück. Gleich, wenn sie gegen Mr. Handy gekämpft haben. Und kippen einfach um. Oder so gut wie. Da, da ist der erste tot und der zweite. Easy going, würde ich sagen, easy going. Und diesmal ist sogar niemand verreckt. Ich bin richtig stolz auf mich. Was soll ich jetzt machen? Aufträge gucken, ne? Aufträge. Naja, gut, dann sind wir da auf jeden Fall befreit. Mit dem jetzigen Geld. Ja, schwer zu sagen. Wir könnten weiterhin Nuka-Cola ausbauen. Oder wir versuchen erstmal noch ein paar Frauen zu beseitigen. Weil hier stehen ja noch 5 Jungs. 4 Jungs, die etwas zu tun haben wollen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach die Räume ab und gucken, wo brauchen wir Leute, wo brauchen wir keine Leute und was ist denn hier los? Achso, das sind meine. Hi, Lullbobmeister, was machst du da? Kannst du rausgehen? Mal chillen hier. Hängt doch schon die ganze Zeit da unten rum. Es gibt hier immer noch Leute, die verstecken sich. Die habe ich noch nie gesehen. Wieso hat er keine Waffe? War er noch nie draußen? Und wer bist du? Ein Euro, ein P-Ler, ja? Du bist ein P wie Pipi-P-Ler. Aber ich glaube, der Raum war komplett. Nee, der P-Raum. Der P-Raum war, glaube ich, komplett, ne? Da hätten wir Kevin Cronauer. Bitch Please. Lollipop. Charibasa und Lina Sophie. Okay, dann mache ich dich einfach zu einem Ödländer. So. Man kann nie genug haben. Und dann trainierst du einfach mal. Ja, was machst du denn? Haben wir irgendwo Platz? Ja, bei P. Ich schicke den maximierten Pela in. Zum P-Trainieren, ne? Manchmal bin ich unfähig. Manchmal bin ich unfähig. Da läuft er. Wir bräuchten mehr E-Räume, ey. Ist ja alles voll. Vor allem da unten, das sind alles unsere Neulinge. Die schicke ich da hin. Okay, wir müssen uns definitiv etwas überlegen. Dass wir die Frauen loswerden. Okay, wir gehen einfach von oben nach unten durch. So, Marco. Muss ich gar nicht gucken. Lea. Mrs. Lea. So, geben Sie Ihre Sachen ab. Sie sind gefeuert. Zack. Weißt du was? Lea erkenne ich doch sowieso. Tschüss. So, die ist schon mal tot. Benjamin B. und Luca The King. Das ist in Ordnung. Skillex. Wolfgang. Lukas Kent. Nike. Hey, der Raum ist gar nicht voll besetzt. Ah, wer versteckt sich da? Wir sind ja nur Kerle. Wir sind ja nur Kerle, Freunde. Okay, gut. Dann ist ja in Ordnung. Dann wissen wir auf jeden Fall, dass wir schon mal. Hier sind 5 drin, ne? 2, 4, 5, genau. Wir brauchen 2 Pela. Das heißt, 2 Leute, die unbedingt P haben möchten. Mal gucken. Wen haben wir denn hier noch so? Roblop. Und Jowulf, ja. Wie sieht's bei euch aus? Ich meine, euch habe ich jetzt hier natürlich hergeschickt. Hätte ja nicht sein müssen. Pass auf, ich nehme mal den Raphael, der trainiert P. Und wird damit zum Pela. Und ich nehme einfach mal Denis. Denis wird auch Pela. So, damit haben wir schon mal diese Räume belegt, ne? Und auf jeden Fall keine Frauen da. Das hier wird natürlich ein sehr schöner Raum. Miss Botspuppe, Bertaline, Andrea Freundin, Bonnie Swenson. Es ist unsere erste Schwangere gewesen. Bonnie Swenson, ich erinnere mich noch, das war die erste Schwangere, die wir hatten. Und ja,
Die war auch immer schwanger. Aber jetzt ist sie tot. So, tschüss. Wer bist du? Jacqueline Horst. Mrs. Jacqueline Horst, du bist auch tot. So, mal ein bisschen aufräumen hier, ne? So, Madame ist auch tot. Der dritte Angriff. Diesmal haben sie keine Plasmapistolen mehr, ne? Immerhin eine gute Sache. Gut, dann warten wir jetzt noch den Angriff ab und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen im Stream wieder. Ich werde noch ein bisschen länger streamen als sonst. Vielleicht werde ich ja früher anfangen, je nachdem, was ich heute noch so alles Let's Playe. Und dann sehen wir uns morgen vielleicht bei alten Spielen, vielleicht bei einem neuen Spiel. Lasst euch überraschen. Aber erstmal töten wir erstmal diese komischen Witzbolde. Das ist so aufregend. Ach ja, und beleben noch mal ein paar Leute wieder, ne? Was? Okay, einer der Todgeweihten hat einfach mal eine Powerrüstung gefunden. Was ist was? Okay, wir schicken sie nochmal zurück, ne? So, tot. Ach, die läuft noch. Die ist ja gar nicht tot. Wer ist denn noch alles tot? Da, du hast aber keine tollen Sachen gefunden, oder? Nein. Tschüss, Madame. Weißt du, ich habe ausgebildete Ödländer, die raus ins Ödland gehen und er findet eine Todgeweihte und plötzlich so eine Powerrüstung. Sie ist trotzdem tot. Kann sie tun, was sie will. Ich werde sie nochmal rausschicken zum Sterben. Und das Dumme daran ist, ich habe ihr nicht mal Stimpacks oder so gegeben. Ich habe ihr nichts in die Hand gedrückt. Nichts hatte sie. Und ich habe sie in den Tod geschickt. Und was macht sie? Sie rennt natürlich durch die Gegend und sammelt die geilsten Scheiß überhaupt. Voll unfair. Wir müssen gleich mal gucken, was sie für Werte hatte, ne? Und dann wissen wir, was wir brauchen, um eine Powerrüstung zu finden. Aber dann noch mehr Tote. Wir gucken jetzt einmal kurz so durch. 29 draußen. Mr. Andy, hast du nicht gesehen? Hast du nicht gesehen? Komm schon, da waren wir überall schon. Und gleich ist der Akku leer, Freunde. Ich spüre es in meinen Eingeweiden. Seit 2 Stunden und 40 Minuten? Ach klar, wir haben sie wiederbelebt. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch vor 2 Stunden nicht gespielt. Ich habe gerade schon voll so einen Schreck bekommen. Jetzt ehrlich, ich habe mich voll erschrocken. Wer hat für mich gespielt? Aber wir haben sie ja aus Versehen wiederbelebt, ne? Ich erinnere mich. Kakashi Zero. Queen Bianca. Sie hat nichts gefunden, es tut mir leid. Und natürlich tot. Ah, das sind die wir gerade rausgeschickt haben, ne? Weißt du was? Wir haben bestimmt noch Stimpacts, ne? Wir haben bestimmt noch Stimpacts. Dann schicken wir nämlich Speckles mal raus. Der war auch schon seit Ewigkeit nicht mehr draußen. So, und wir schicken Colonel Autumn raus. Damit Speckles nicht mit ihm rummachen kann. Nicht Speckles, sondern... Gut, das war's. Akku leer. gut. Ich meine natürlich Spomi. Spomi wollte ja mit ihr rummachen. Mit ihm telefonieren. Freunde, wir sehen uns dann morgen zum Stream wieder. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit heute in der Folge.
und morgen das Ganze live in ein bisschen Übergröße. Und wie gesagt, ich werde es jetzt so machen, dass wir im Stream direkt für Samstag und Sonntag aufnehmen. Das heißt, wir werden circa eine Stunde spielen, mehr als eine Stunde eigentlich. Und dann teile ich das einfach in der Mitte auf für zwei Folgen und das war's. Ich freue mich morgen, euch im Chat zu sehen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.